Mit vielen prominenten Gästen ist das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal eröffnet worden. Es ist das erste ökumenische Kinderhospiz in Deutschland und bietet 10 Plätze für schwerstkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Dazu gibt es auch Apartments, in denen Eltern oder Geschwister wohnen können. Ich glaube schon, dass für die Kinder, die jetzt hier hinkommen, das ganz wichtig ist, dass sie hier noch einmal ein Stück von Leben erfahren. Sterben ist auch Leben, ist die letzte Phase des Lebens. Sie gehört dazu, das ist die große Aufgabe, die sie einem jeden Menschen stellt. Auch das Sterben muss als Leben gestaltet sein. Dank des überwältigenden Engagements vieler Menschen im Bergischen Land können nun die ersten Kinder und Familien einziehen. Es ist eine Einrichtung, in der trotz schwerer Erkrankung oder des nahenden Todes Kinder und Jugendliche Momente des Glücks genießen können.